Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Helden. Im letzten Part haben wir also erfahren, dass wir die Wuan suchen sollen. Jetzt wissen wir auch endlich ihren Namen, die verschwunden ist. Und dazu hat sich eine Truppe zusammengestellt, bestehend aus Ellen, Mikado und Katharina. Wir haben jetzt gerade hier eine Diebesbande gestürzt, haben ein bisschen auf eingekauft bei einem, der verschwunden werden wollte und uns cooles Zeug angeboten hat, unter anderem einen guten Panzer, den jetzt Mikado und der Ellen gleich bekommen haben. Und die haben jetzt dadurch 200 Verteidigung. Jetzt schauen wir doch mal, wie das so an drauf geht. Die greift alle an, aber dafür nicht so stark scheinbar. Was soll's, die war vorher auch nicht so stark, wir erinnern uns. Aber gut, was soll's. Ich trinke mal kurz was. Die EP, die nehmen wir natürlich auch mit. Ist ja logisch. Key kann ich jetzt. Was macht ein Key? Zeig mal, was macht ein Key? Stellt einige HP wieder her. Oh, sogar für alle. Boah, geil. Die hat voll das Key drauf. Die ist voll cool. Die gefällt mir jetzt richtig gut. Aber ich glaube, die ist auch sehr eher die Magier-Klasse dann, sag ich mal. Also, ja. Von daher passt es schon. Er nimmt den braunen, sie nimmt den roten und sie nimmt eh beide. Okay, das könnte man jetzt natürlich falsch auffassen, rein vom Wortlaut her, aber ich denke mal, meine Zuschauer sind vernünftig genug, anstatt dass sie mir die Worte nicht im Mund umdrehen. Oder Lederbandagen bekommen, Level Up, Mondsichel. Ja, komm, jetzt hör auf. Ich wollte gerade gucken, was die Mondsichel kann. Holy shit. Wirbeln wir mal durch. Was kann die Mondsichel? Verursacht Schock. Nein. Gegen den braunen kann ich mit einem normalen Angriff gegen angehen. So. Ah. Aber die greifen auch nicht so gut an, also das passt schon. Dann gehen wir nochmal wirbeln. Ja. Auch wieder auf den roten kommen. Und ich könnte mit Ki wieder ein bisschen hingehen. Und sie geht mal auf den braunen in der Hoffnung, dass das hilft. Ja, so ein bisschen. Und danach macht sie Ki. Der rote ist auch kaputt. Und jetzt könnte auch der braune. Nee. Okay. Egal. Die geht auf einen blonden. Und dann kommt ein Key hierher. Und ja. Dann sollte es eigentlich der braune. Den soll es erwischen. Ja. Jetzt kann ich einfach drauf. Und das passt. Gut. Waren zwar viele, aber hatten nichts drauf. Hat gute Erfahrung gegeben und Geld, ja, kann man immer brauchen. Ah, jetzt darf ich gucken, jetzt wo ich es eh schon weiß. Ich speichere gerade mal, Leute. Okay, Spielstand 1. Ihr kennt ja meine Speicherweise, wer mich schon so ein bisschen kennt. Und ich habe eine Schlange auf dem Kopf, ich bin ein Zähmer. Den Zähmer, keine Ahnung. Mir fällt nicht zuerst auf die Schnelle nichts drauf ein. Ach komm, einfach drauf. Tollwut. Was ich mich jetzt gerade frage, wo ich gar nicht drauf geachtet habe, ist Tollwut dann so etwas wie... Ja, Tollwut ist sowas wie Rasend bei Vampire Storm, wo der Charakter einfach automatisch mit dem Standardangriff dann angreift. Ist natürlich nicht so schön. Gift, ich habe noch Antiseren. Und außerdem kann sie dann mal wieder ihr nettes Key einsetzen. Jetzt sind alle wieder voll. Habe ich was, womit ich ihr MP heilen kann? Honig vielleicht? Etwas MP, naja. Mistelzweig MP. Komm, du kriegst zwei Mistelzweige, du brauchst es.
Okay. Dann ist sie vielleicht hier oben irgendwo. Vielleicht oben rechts. Es wird immer rechts abgebogen. Und dann wird immer links abgebogen, falls rechts nicht mehr hilft. Hä? Sag mal. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Och. Immer diese Zwischenereignisse, diese Greifvögel hier. Wenn die unbedingt sterben wollen, sollen sie es ruhig sagen. Komm, wir testen mal die Mondsichel aus, auf dem zweiten. Kritischer Treffer. Stürzt hinunter, stürzt hinunter. Bam! Ne, der zweite ist jetzt der erste, also geh ich mal jetzt auf den zweiten und dann mach ich einen Angriff. Okay, ja. Das sollte es eigentlich egal sein. Ja. Ja, richtig. Gut. Noch ein Level up. Also langsam geht's, Leute. Langsam läuft es richtig gut hier, das Spiel. Okay, die fette Biene vielleicht lieber nicht. Heilen ist immer gut. Zwischenspeichern auf Part 3, dann kommt jetzt sicher irgendwas Fieses. Bitte keinen Abfall in den Brunnen werfen. Mercator befindet sich im Osten. Da ist sie. Gwen, da bist du ja. Katrin, was machst du hier? Ist es denn so, schon so spät? Ist alles in Ordnung? Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Tut mir leid, ich habe irgendwie die Zeit vergessen. Ist ja egal, Hauptsache dir geht es gut. Mercator, du hier? Klar, ich habe doch geschworen, dich zu beschützen. Hast du das etwa vergessen? Es tut mir wirklich leid. Ich wollte dir keine Sorgen bereiten. Ich konnte nur nicht zurück. Nicht nach dem, was ich meinen Freunden schuldig bin. Ich muss ihnen helfen. Ach so, du hast vor, den Jungs zu helfen. Aber wieso bist du nicht gleich zu mir gekommen? Ich hätte dir helfen können. Versteh doch, solange diese Kinder in den Händen der Blauen Garde sind, wollte ich meine Reise nicht fortsetzen. Ich fand es besser, dich nicht damit reinzuziehen. Schon deshalb nicht, weil ich dich gebeten habe, mich nach Mercator zu begleiten und nicht um mich zu beschützen. Ist schon gut, ich verstehe. Ich denke, wir sollten jetzt zurückgehen. Es dämmert schon. In Ordnung, dann beeilen wir uns besser. Wer bist du denn? Ich? Was ist das für eine merkwürdige Kraft, die ich da spüre? Das ist Alan. Er hat uns geholfen, dich zu finden. Gut, gehen wir dann. Den Rest erzählen wir dir später. Erst müssen wir diese Jungs befreien. Gwen? Könnt ihr bitte vorgehen? Was? Ich möchte mit diesem Jungen noch etwas bereden. Bitte, geht nur vor. Wir werden dann nachkommen. Erzeugen oder was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Kennst du ihn etwa? Ich kann es jetzt nicht erklären. Bitte geht. Wie du willst. Und da ich das Spiel schon mal gespielt habe, weiß ich so in etwa, was jetzt kommen wird. Gehen wir. Und den einen oder anderen könnte es durchaus überraschen. Ich denke, wir beide sollten uns zuerst mal vorstellen. Aber ich weiß doch, wer du bist und... So, weißt du das? Diese Kraft. Ich kann direkt spüren, wie sie durch meinen Körper fließt. Bedeutet das etwa das... Ich denke, wir sollten lieber zu den die anderen aufsuchen gehen. Es wird schon spät. Ja, er hat nämlich plötzlich Angst bekommen, nachdem er diese Kraft gespürt hat. Und was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Wusste ich es doch. Du bist ein Mischling. Habe ich recht? Jetzt ist er ihr hilflos ausgeliefert gewesen. Wieso so still? Du musst keine Angst vor mir haben. Ich sage niemandem etwas davon. Versprochen. Ich habe nur noch niemanden gesehen, der so viel Kraft in sich trägt. Ist das normal für eine Zähmerin? Nun ja, eigentlich schon. Du hast Glück, dass du noch niemanden wie mir begegnet bist. Ich weiß, der Herr Hirte hat mich schon davor gewarnt. Wer? Pfarrer Elix. Er begleitet mich zusammen mit einem kleinen Mädchen nach... Was...
Er begleitet mich zusammen mit einem kleinen Mädchen nach Mercator. Wir haben ebenfalls vor, nach Mercator zu reisen. Okay. Ich verstehe. Ich frage mich nur, wieso er mich nicht vorgewarnt hat. Vielleicht wusste er nicht, dass ich bereits über solche Kraft verfüge. Aber egal, eigentlich wollte ich dich etwas fragen. Ja? Du warst nicht zufällig vor kurzer Zeit in Endor? Nun ja, schon, wieso? Weil ich dort eine Energie gespürt habe, die deiner sehr ähnlich ist. Du warst nicht zufällig in diesem Berg am Ufer des Dorfes? Wusste ich es doch. Ich konnte dich dort spüren, als wir an der Brücke vorbeikamen. Ach so, ich habe da auch etwas Seltsames gespürt. Dann warst das also du? Bestimmt. Aber jetzt lass uns zu den anderen gehen, Alan. Ja, jetzt haben wir in der Gruppe die Wohan und die kann richtig reinhauen. Mit einer Nova, einem Holotoys und sogar einem Phönix. Ja, die ist nämlich richtig krass. Holotoys, was war das nochmal? An den Phönix erinnere ich mich noch, an die Nova exakt nimmer und an den Holotoys auch nimmer. Aber ja, ich wusste, dass sie uns jetzt erstmal uns daran hindern wird, uns zu bewegen. Dass eben diese Änderung aufgedeckt wird, sag ich mal. So. Auf zu den anderen. Ja, wo sind die anderen? Ach so, sind die jetzt wieder zurück in der Hütte, ne? Das heißt, ich darf den ganzen Weg jetzt zurücklaufen. Aber wir haben ja zwei starke Leute. Wie sind die eigentlich ausgerüstet? Aura B. Krass. Killtrock. Ja gut, ich weiß jetzt auch nicht. Ist ja auch Wurst, ist ja auch Bumsfallera. Und, ja. Gehen wir einfach nochmal zurück zum... Ja, nicht Hütte, Wachhaus war es. Stimmt, alles Wachhaus. Das sind die, ja. Und was ist das? Ich will das haben. Nein! Das ist ein Gigakraut. So erspare ich mir den Einkauf. Ja, richtig. Und hättest dabei fast einen Kampf riskiert. Ist egal, eigentlich bin ich ja derjenige, der den Kampf fast riskiert hat. Ey, lasst mich. So, wenn ich beim Hinweg immer rechts abgebogen bin, sollte ich jetzt eigentlich immer links abbiegen, ne? Hä? Wir sind niemals von links nach rechts gegangen, oder? Oder etwa doch? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, aber da geht's auch gleich wieder nach rechts. Hä? Bin ich jetzt vollkommen blöd? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Doch, könnte hinkommen. Ja, doch. Okay, gut, passt. Ich war gerade leicht verwirrt, Leute. Aber ist ja auch egal. Gehen wir jetzt einfach nochmal zurück in die Hütte. So. Gugu. Gut, dass du wieder zurück bist, Wohan. Darf ich dir den Herrn Pfarrer vorstellen? Hallo. Sie müssen Pfarrer Erik sein. Anne hat mir schon von Ihnen erzählt. Ach so, hat er das. Wie ich sehe, sind Sie wohl angekommen. Ihre Mitstreiterinnen haben mir inzwischen alles erzählt. Gut, dann wissen Sie ja, was wir planen. Nun, ich bin zwar gegen Gewalt, aber in dieser Situation kann ich ihr Handeln gut verstehen. Was hattest du denn eigentlich mit Ellen zu bereden? Ich habe ihn nur gefragt, ob er sich nicht unserer Gruppe anschließen würde. Sie haben doch nichts dagegen, Herr Pfarrer. Ich bringe ihn auch sicher wieder zurück, das verspreche ich. Davon abgesehen haben wir das gleiche Ziel. Es würde mich also freuen, wenn Sie mich nach Mercator begleiten würden. Nun ja, wenn Sie möchten, aber nehmen Sie dies hier nicht auf, etwas zu... Entschuldigung, nochmal. Nun ja, wenn Sie möchten, aber nehmen Sie dies hier nicht etwas zu leicht auf die Schultern. Sie werden immerhin von vielen starken Soldaten bewacht und der Hauptmann ist sicher auch in der Nähe. Lassen Sie das nur meine Sorge sein. Ich habe schon einen Plan. Wir werden heute Nacht zuschlagen. Du solltest dich etwas ausruhen, bevor wir losgehen. Vielen Dank für deine Hilfe. Das ist jetzt schon das zweite Mal,
Irgendwann werde ich mich dafür auch revanchieren. Das verspreche ich. Wieso haben Sie mir nicht gesagt, dass sie eine Zähmerin ist? Tut mir leid. Das habe ich vollkommen vergessen zu erwähnen. Allerdings ist sie noch ein kleines Mädchen und ihre Kräfte sind noch nicht vollkommen ausgereift. Ich dachte nicht, dass sie bereits so einen stark ausgeprägten Spürsinn besitzt. Naja, zum Glück will sie nichts von mir. Ich verstehe nur nicht, wieso sie ohne meine Erlaubnis einfach zustimmt. Willst du ihnen denn nicht helfen? Doch schon, ich... Ach, was soll's. Was ist mit ihnen? Du weißt, dass ich mich da als Killenmann nicht einmischen kann. Aber ich denke, auch du bist stark genug, um das allein durchzustehen. Gib nur gut auf dich acht und überschätze die Männer der Blauen Garde nicht. Unterschätze, oder? Oder ist die Blaue Garde auf unserer Seite? Achso, nee, das waren die von den Posten, oder? Wo wir uns nicht durchgelassen haben, weil sie die entsprechenden Städte schützen wollten. Ja gut, dann kann schon sein. Außerdem solltest du dem Hauptmann zu nahe kommen. Er ist äußerst mächtig. Ist er auch ein Zähmer? Nein, aber er ist trotzdem sehr stark und vor allem eben sehr einflussreich. Pass auf, dass du ihm nicht in die Hände fällst. Okay, mache ich. Tüdelüdelü. Was hier steht, kann ich leider nicht lesen. Zeitverschwendung, Zeitverschwendung, Zeitverschwendung. Blattverschwendung. Willst du einen Brief, soll ich ihn lesen? Klar doch, liebe Katrin, ich bin noch kurz weg. Komme zu Mittag wieder. Mach dir keine Sorgen um mich. Ruhen. Irgendein Zettel mit Zahlen drauf. Cool. Ich mag Zettel mit Zahlen drauf. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh, ich habe mich dahin gebackt. Was auch immer das ist. Ich habe eine Schüssel auf dem Kopf. Yay, riecht nach Wein. Ach, das ist die Kleine. Ich sehe hier nichts. Die Bücher sind mit komischen Zahlen nummeriert. Ja gut, das sind halt Trilogien und so, vermutlich. Komisch, jedes Mal, wenn ich einen Besen sehe, kribbelt es mir in den Fingern. Hier liegt nur Krimskrams. Hat wohl schon lange niemand mehr geputzt. Ich sehe hier nichts. Hier liegt nur Krimskrams. Hey, hier steht der gleiche Text wie in Malte. Na, so ein Zufall. Und du? Hallo, da bist du ja wieder. Ich habe gehört, dass ihr einen Einbruch in das Gefängnis plant. Ich wünschte, ich könnte mit. Keine Sorge, ich komme bald wieder zurück. Und dann kannst du ja weiter mit uns Abenteuer leben. Dann beeil dich aber. Ich kann es kaum erwarten, weiterzureisen. Die frische Luft tut mir gut. Ich hatte seit der Abreise noch keinen Anfall. Ich hoffe nur, dass das so bleibt. Ganz sicher. Mach dir keine Sorgen. Wenn es dich beruhigt, ich werde noch mal bis am Abend hier bleiben. Falls es dir schlechter geht, sag mir einfach nur Bescheid. Danke, Ellen. Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Solange du in meiner Nähe bist, fühle ich mich irgendwie sicherer. Bitte, bitte. Okay. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle ist auch wieder ein... Dies ist auch wieder eine gute Stelle, um den Part zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an diesem Part. Über eine Bewertung oder Kommentare würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, Leute. Haut's rein. Ciao.